Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht, ich kann auch anders nach der letzten Folge, die ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Das hat auch seinen Grund, Leute, dass ich so ein bisschen einfach mal nichts gemacht habe, denn ich habe zurzeit Urlaub und Urlaub soll auch ein bisschen Urlaub sein, auch wenn Urlaub nicht wirklich Urlaub im Moment ist, aber ein bisschen weniger Clash oder nur das Nötigste an Clash of Clans. Und ich habe auch überhaupt nicht mehr live gestreamt seit, ich glaube, letzten Mittwoch war mein letzter Livestream auch da. War ich so ein bisschen, ich will nicht sagen unmotiviert, aber so eine kleine familiäre Tragödie vor 2 Wochen hat uns dann auch so ein bisschen runtergerissen hier. Und dann gab es halt auch ein paar andere Sachen zu machen, als unbedingt an Clash of Clans, an Videos und an Livestreams zu denken. Ich hoffe, ihr versteht das so ein bisschen. Und ich war aber trotzdem aktiv, das seht ihr, und ich kann auch mal 3 Sterne hier in der Legende. Also es ist nicht mein erster 3 Sterne, den ich hier an dem Tag gemacht habe. Gestern habe ich übrigens einen guten Tag eigentlich gehabt mit plus 82. Ich bin allerdings auch 2-mal nicht mehr angegriffen worden. Da unten der 3-prozentige oder der 3-pokalige, da war ich eigentlich schon gar nicht mehr da. Ich konnte gar nicht mehr alle Truppen setzen, also ich hatte einen Lost Line. Und ansonsten läuft das hier allerdings ganz gut, aber Motto ist Liga halten, also jetzt nicht Legendenliga halten, Leute. Legendenliga halten tue ich sowieso irgendwo. Natürlich macht man am Tagesende, wenn es dann ganz gut läuft, immer ein bisschen Plus und so schlage ich mich hier recht und mehr recht als schlecht durch. Aber das ganze Game hier geht natürlich auch nicht an mir vorbei hier. Ich habe Pass gespielt, ganz klar, ersten Tag schon alles hier fertig gehabt und war ja jetzt auch nicht so schwer. Könnt ihr mir sicherlich bestätigen, dass die ersten Spielchen konntest du locker an einem Tag schaffen. Okay, ich habe vielleicht für das eine Spiel mit den vielen Gebäuden, habe ich glaube ich 2 Tage gebraucht, aber das ist dann auch gewesen. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt hier, ist mir mal wieder gar nicht aufgefallen, es gibt hier ein Stück Geburtstagstorte, okay, das muss ich jetzt wahrscheinlich setzen, oder? Muss ich das irgendwo hinsetzen, oder? Ah ja doch, ich muss das irgendwo hinsetzen. Dann platziere ich den mal, ich würde sagen hier direkt hier neben den Kuchen. Direkt hier mal neben den Kuchen, denn den 8-Jahres-Kuchen habe ich natürlich auch schon bekommen. Aber ist euch eigentlich aufgefallen, mal sowas ganz am Rande, wenn man irgendwo nichts mehr zu tun hat, dann fängt man an hier im Dorf so Unterschiede festzustellen. Es gibt ja fast jedes Jahr irgendwie so einen Kuchen oder beziehungsweise letztes Jahr gab es den Surprise, der kostete, oder die alten Kuchen, so wollen wir mal anfangen, kosten alle 25.000 zum Abbauen. Irgendwann hat sich das geändert. Er hier kostet nur noch 7.777 und der neue dementsprechend 8.888, aber nicht Elex, sondern Gold. Okay, naja, sei es drum, ist mir nur mal so aufgefallen. Aber kommen wir mal zur Liga hier. Mehr recht als schlecht, also Liga halten ist das Motto, auch hier beim Clan GC Warriors. Denn unsere Liga fing eigentlich super an, kann ich euch sagen. Vor allen Dingen für mich fing sie super an. Denn ich guck mal, ich zeige euch die Events. Also ich habe den letzten Angriff hier gemacht mit 87% und der erste Angriff war auf mich in der Liga diesmal mit einem 1-Sterner. Problem ist hier nach wie vor, dass wir dann nicht ganz so stabil weiterspielen. Das heißt also, ihr seht das, auch wir haben 1-Sterner und dann kriegt der Lupe hier noch einen 3-Stern reingeballert, dann machen wir noch einen nächsten 1-Sterner und so verlierst du hier natürlich, beziehungsweise schaffst du nicht mal 30 Sterne. Das haben wir im zweiten, war es noch fataler. Im zweiten Clankrieg war es noch fataler. Dort haben wir nicht nur eine Nullnummer gespielt, das seht ihr da auf den Nolemann, sondern dann auch zusätzlich noch 1-Sterner, nämlich 1-2. Ja, 2 Stück reichen ja vollkommen und kriegen 1-3er rein. Also Leute, das ist schon wirklich unheimlich schwierig. Also, ja, Liga halten ist das Motto. Im Moment werden wir ein bisschen durchgereicht. Wir sind 7. und sind eigentlich am Absteigen. Im aktuellen Clankrieg sieht es mal wieder ganz gut für uns aus. Ich meine, wenn wir jetzt die Chance nicht nutzen, dann weiß ich auch nicht, was mit uns hier los ist. Denn der Gegner hat schon richtig gepatzt hier auf Hans Moser, eine Nullnummer. Und meine hat wieder gehalten. Wieder 1 Stern nur. Das muss uns doch mal nach vorne treiben. Also, wenn wir jetzt durchgängig 2 Sterne machen, aber ihr seht schon auf der rechten Seite auf die Nummer 2 auch wieder nur ein 1-Sterner. Mann, was ist nur los mit uns? Naja, egal.
Ist nicht so schlimm. Ich springe jetzt mal in einen anderen Clan rein. Also ich zeige euch so ein bisschen, dass ich nicht das Spiel hier verloren habe oder so, sondern wir gehen mal rüber zu den Herausforderern. Was wir da haben, da zeige ich euch auch mal einen richtig netten Angriff. Und hier sind wir bei den Herausforderern. Also ich bin auf dem Avatar. Auch hier im Rathaus 12 Bereich geht es ganz nett zugange. Und aber auch hier heißt es Liga halten, Leute. Mehr ist nicht drin, denn wir haben hier ein ganz großes Problem gehabt bei den Herausforderern und natürlich dann auch mit unseren Zehnern, Elfern und Zwölfern, die eigentlich gar nicht hier sein sollten, denn wir haben nicht genug 13er zusammenbekommen, um hier die Liga zu spielen in der Meisterliga, wo sind wir? 2, ne? Ja, Meisterliga 2. Und ich konnte mich auch nicht wirklich jetzt in die Suche mit einschalten oder in ich suche mal noch ein paar Leute, wollte das eigentlich noch live machen, ging dann aber auch nicht, weil ich dann ein Problem am Rechner hatte und. Also so war eigentlich, gab es hier ein Drama nach dem nächsten. Aber auch hier haben wir im ersten Spieltag, eigentlich haben wir den gewonnen, aber wir haben hier trotzdem verloren nach Prozenten. Lag einfach daran, dass wir gut gestartet sind hier mit 3 Sternen, aber ihr seht das dann auch wieder auf der rechten Seite, wenn ihr es beobachtet, mit 1, 2, ich glaube es waren 3 Einsterner. Ja, da gewinnt man dann leider nicht und der Gegner hat nicht mal 3 Sterner gemacht und wir haben sogar 2 3 Sterner gemacht. Also, der Gegner hatte hier auch einen 3 Sterne, aber ich glaube, der Gegner hatte auch 2 3 Sterne. Wir hatten auch 2 3 Sterne, aber dann die 3 1 Sterne, die sind dann ein bisschen unnötig, aber einen schönen Angriff wollte ich euch zeigen hier vom Baba King. Schön gemacht hier ein Sui Lalo. Nicht ganz Sui. Entschuldigt bitte, hat doch Heiler dabei. Nicht ganz Sui, also schon mit Queen Charge oder Walk. Aber guckt euch den Angriff an, ich fand ihn wirklich sehr, sehr schick. Im Moment ist der Baba hier auch führend, was die Sterne angeht, hat nämlich 2 Dreier schon rausgeballert und ist natürlich cool, wenn wir in die CKs so starten mit 3 Sternen, das schafft dann so ein bisschen Luft für andere, aber wir müssen dann immer die 2 Sterne auch holen, sonst bist du dann mit einem 3 Sterner, bist du dann auch wieder hinten dran und hast dann das nächste Problem, aber hat er hier schön gemacht, ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Erstmal Klamburg jetzt rausgelockt, beziehungsweise das Rathaus Only mit King gemacht. Und jetzt soll die Queen noch ein bisschen weitergehen. Mal sehen, wie weit die denn nochmal gekommen ist. War ja am ersten Tag, also ich habe den Angriff zwar schon gesehen gehabt, aber nicht, wie er ihn dann vollendet hat. Super Mauerbrecher habe ich, glaube ich, in allen meinen Dörfern, wo ich die Supertruppen bauen kann, auch. Gerade zur Liga wurden die dann nochmal rechtzeitig fertig. Ist natürlich auch cool, denn mit denen kommst du auch richtig weit. Er hat ja schon mal einen gesetzt, hat 2 Stück dabei. Der nächste peilt auch die nächste Mauer an. Auch schön gemacht. Und irgendwie läuft die gute Frau läuft bei ihm echt gut. Bisschen hinderlich war jetzt natürlich, dass die Feger ewig die Heiler wegfegen, aber Ziel ist natürlich, noch die gegnerische Queen zu kriegen. Er hat noch einen Wutzauber, den ballert er jetzt gleich, glaube ich, auch noch drauf, denn wenn die gegnerische Queen noch mit dazu kommt, dann wird es ein bisschen problematisch, aber kriegt er hier auch noch weg und übers Rathaus, glaube ich, jetzt kommt er gleich mit seinem Lalumpart, also schön gemacht hier. Queen ist zwar an der Tornado-Falle, aber ist auf dem Adler mit drauf. Feger geht jetzt auch nochmal down. Der wäre sicherlich auch nochmal ein Problem gewesen, aber echt schöner Angriff hier vom Baba King. Und freut mich in jedem Fall, dass er so weit hier mittlerweile gekommen ist in das Game. Er spielt jetzt mit Rathaus 12 in Legende. Ist sicherlich auch spannend, aber hier geht die Queen wirklich durch 3/4 der Base hier durch und lohnt es nochmal von hinten gesetzt, also um vorne die Bogenschützenturm nochmal so ein bisschen abzulenken. Und jetzt hat er hier noch richtig massiv Truppen in der Base, vor allen Dingen hat er jetzt gleich keinen Luftbeschuss mehr, vielleicht noch die eine oder andere Mine, die jetzt noch ausgelöst wird, aber schön gemacht hier die Angriffe und ja, auch hier heißt es aber für uns nur Liga halten, also wir haben ja jetzt keine Ambitionen mehr hier aufzusteigen, denn das werden wir unten mit den Zwölfern nicht schaffen, also unsere Zwölfer müssen nach wie vor so ein bisschen 2 Sterne holen, mir ist es
bisher gelungen, ja, aber es gelingt auch nicht jedem. Im Moment hat jemand anders hier, glaube ich, ein Problem mit Einsternern. Ich weiß gar nicht, ja, jeder hat mal so eine schlechte Phase. Ich habe eine schlechte Phase und auch mal eine bessere Phase, aber auch hier haben wir schon auch wieder 100% vom Baba King. Ich würde aber ganz gerne noch in einen anderen Clan springen, nämlich zum Clan Free-to-Play. Der soll auch nicht zu kurz kommen, also gehen wir auch da mal kurz rein. Und hier sind wir auf keinem geringeren als auf dem Toti. Der ist in 4 Stunden 41 Minuten auch Rathaus 10. Ja, das habe ich noch vor der Liga angestoßen. Und auch hier soll es ja ein bisschen weitergehen, denn irgendwann habe ich auch keinen Bock mehr auf volle Lager und soll ja im Moment, oder geht ja relativ schnell vor allen Dingen. Ich habe den King hier noch rechtzeitig auf 30 gezogen, habe dann das Rathaus zusammen mit jemand anderen noch angestartet. Wir wollen also zeitgleich hier mit 2 Zehnern weitermachen im Clan Free-to-Play. Also hier ist auch nach wie vor immer noch ein bisschen, obwohl das, da könnte ich mich mal auf grün stellen. Hier ist auch nach wie vor immer noch ein bisschen Platz, aber 38 von 50 ist eigentlich im Moment recht stabil. Und auch hier sind wir in der Liga. Letzte Liga, konntet ihr euch sicherlich daran erinnern, haben wir hier nicht so gut spielen können, weil wir nur only Rathaus 9 waren. Wir haben jetzt schon hier oben so ein paar Zehner. Ja, also ihr seht das mit Roy von Jäger, Red Fox, Fred, Kahn, Emma, sind alles schon Zehner. Toto kommt jetzt noch dazu und Romulissa, glaube ich, kommt noch mit dazu. Als Rathaus 10. Wir werden also auch hier ein kleines bisschen stärker. Und aber ihr seht unten, wir dominieren hier im Moment ganz hart das Feld. Haben es aber auch sehr einfach. Unsere Neuner können hier locker teilweise 7er oder 6er wegballern. Keine Ahnung. Das Matchmaking hier, es gibt ja kein Matchmaking, aber die haben hier gar nicht angegriffen aus dem ersten Clan. Und auch bei uns haben 3 nicht angegriffen. Aus welchem Grund auch immer. 2 habe ich jetzt schon tauschen müssen. Weil wahrscheinlich noch ein paar offline sind, wegen vielleicht auch Urlaub oder sowas. Und zweiter CK auch sehr dominant, aber der, ich meine, wenn die Gegner nichts machen, dann sieht immer alles sehr dominant aus, ne? Muss man ja mal so sagen. Und dann kann man hier noch nicht von Stärke reden oder so. Denn dann dazu müssten wir jetzt einen Clankrieg finden, der auch 1:1 rüber gematcht wird. Also wo die Rathäuser auch passen. Aber ich muss mal eben schauen. Ich glaube, vom Kahn hatte ich hier einen Angriff mit drin. Jo, auf ja, 9 auf 10. Ne? Beziehungsweise eigentlich ist der Kahn ja auch schon 10. Er hat ja auch einen Machttrank genommen, um seine Hog Rider auf 6 zu bringen. Der Gegner hat allerdings, fällt sofort auf, kein Infernos. Okay. Die Base sollte aber bekannt sein. Also wenn euch die Base nicht bekannt vorkommt, dann schaut einfach mal in die Tutorials rein, also in diese Spaßkämpfe, die ihr machen könnt. Dort findet ihr unter dieser Practice, so heißt das ja, oder dieser Übungskämpfe, dort findet ihr diese Base im Rathaus 10 Bereich und könnt die mit meiner üben. Also, falls ihr noch nie auf dieses Design gestoßen seid oder wisst nicht, wie kann ich diese Base hier machen, dann spielt einfach mal das Tutorial, denn dort ist diese Base mit drin. Mal gucken, wie er die gemacht hat. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Ich habe es nur im Discord gesehen, dass auch hier im oberen Bereich, also 5 auf 5, 3 Sterne fielen. Meine ganzen Neuner konnten hier ganz locker 7er und 8er wegschlachten, so muss ich es mal sagen. Und dann mache ich meine Angriffe auch ganz, ganz schnell, ganz spät am Abend oder mitten in der Nacht im Moment. Und da muss ich mich da tagsüber nicht mehr, muss ich da nicht mehr drüber nachdenken. Du musst ja noch angreifen, Toto. Sondern ich habe die dann alle schon hinter mir, alle ohne Clanburg, ist mir auch egal, sind ja alles Dreier geworden, aber auch er hier mit seinen vielen, vielen Hogs macht das ganz gut. Vermutlich ist euch aufgefallen, dass hier der Gegner keine Clanburg hat, das macht es einem dann natürlich nochmal einfacher, was Plan angeht. Da sollte man auch immer nachschauen, vor allen Dingen hier in der Liga, wo wir uns so tummeln, da gibt es einige, die ihre Clanburgen nicht befüllen. Bei uns sind die immer ganz nett befüllt. Also sollte der Gegner denn doch mal angreifen, dann stößt er wenigstens mal auf Clanburg. Also dann hat er wenigstens mal so einen echten Battle hier. Aber so ist das dann schon, was, ja, wie soll ich mal sagen, was so eher leicht ist. Und aber vierter Clan, springen wir gleich rein in den Clan DEET, denn dort wollten wir ja auch noch eine Liga spielen. Haben wir auch geschafft, also hier beim Clan Free-to-Play, denke ich mal, da brennt im Moment nichts an, was Liga angeht. Halten
werden wir die Liga hier in jedem Fall. Ich meine, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum dritten Sieg hier. Da sollte uns, glaube ich, nichts aufhalten. Und wir sind jetzt zwar nur Zweiter, aber ich glaube, die englischen Männer, die haben schon mehr Angriffe. Ja, wir haben drei, wir haben, da ging der Zähler gerade hoch. Die haben jetzt schon 24 Angriffe und wir erst 17. Also, aber dennoch, ihr seht die Gruppe hier. Sieht gut aus bei Free-to-Play. Ab zu Deutschland Ad. Okay, wir sind im Clan Deutschland Ad. Ja, und hier hatten wir dann das Folgeproblem, was wir gehabt haben bei den Herausforderern. Da haben wir keine 13er gefunden. Hier spielen eigentlich unsere 12er, 11er, 10er die Liga. Und auch hier hatten wir zu wenig und mussten, ja, wir haben einfach gestartet. Ich meine, ihr seht hier unten, das ist ein Dorf, das kriege ich im Moment nicht wieder vom Schief Alex. Das ist auf Alex seinem iPhone, was aber kaputt ist und es ist unter einer Apple-ID. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Apple-ID einfach mal mit auf mein Tablet bringe, um wieder an dieses Dorf zu kommen. Funktioniert das so? Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Ich bin ja Apple-mäßig nicht ganz so gewandt, was mehr Accounting angeht, denn ich habe auf meinem Apple-Gerät hier nur eine Apple-ID aktiv, aber ich glaube, man kann ja auch mehrere Apple-IDs anlegen und so müsste ich vielleicht wieder an das Dorf rankommen. Allerdings hat der Chief Alex hier, er hat wenigstens eine ordentliche Base. Er hat wenigstens eine ordentliche Base, die haben wir damals noch gebaut, aber ich meine dennoch, okay, mit dem Bender hätte ich jetzt schon angreifen können. Ich habe im ersten Clankrieg auch mit Bender nicht angegriffen, der könnte natürlich ein bisschen was mit Drachen machen. Aber vier Leute haben hier wohl nicht angegriffen. Ich gucke mal, wer die vier sind. Herr Stransky, Marlon, Bender und, ja, okay, der Alex. Also Marlon und Stransky hätten natürlich noch was machen können. Aber gegen die Gegner hier kannst du eigentlich nicht wirklich was ausrichten. Sind wir ehrlich, wir haben oben 11er und der Gegner hat in der Regel oben, ja, 13er, habt ihr gerade gesehen. Da ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber wir haben jetzt auch hier unser Motto immerhin gefunden. Denn das Motto soll heißen, oh, entschuldigt bitte. Da war ich, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut. Das Motto soll heißen, Sterne machen. Denn wir sind hier noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Also vielleicht doch Liga halten? Keine Ahnung. Im Moment ist eigentlich nur Sterne machen. Ich muss mal sehen, wie ich hier weiter vorgehe. Ich habe jetzt mit Chefkoch, Barfuß und auch mit Alex eigentlich ganz gute Angriffe mehr oder weniger gemacht. Also ein paar Sterne einfach nur machen. Und vielleicht halten wir das Ding dann ja hier. Mal sehen. Kann ja sein. Durchaus möglich. Aber ich denke mal, so ein 14er hier mit Bänder, den brauche ich nicht angehen. Das Rathaus ist einfach ein bisschen zu weit weg für mich. Und die haben auch noch Clanburg. Also das muss ich nicht mit dem 8er anfangen hier. Ist einfach mal so. Ich muss mir dann irgendwo hier was schnappen, wo ein Rathaus draußen steht oder so. Keine Ahnung. Und hier, oh ja, okay, das ist jetzt gerade ein Live-Angriff. Gehen wir hier mal rein beim Dirk. Ich wollte jetzt gerade sagen, gucken wir uns den Dirk seine Bowler mal an mit Heiler. Denn der spielt das nur. Das ist eine, ich weiß auch nicht, was den Dirk geritten hat hier. Das ist eine Angriffstaktik, die funktioniert tatsächlich immer noch. So ist es nicht, auch für drei Sterne. Er ist allerdings ein Rathaus 11er. Und, aber die ist halt von vor 2 Jahren oder von vor 3 Jahren. Und es muss einfach mal was Neues hin, weil mit der Taktik kannst du Glück haben, auch auf den Elfer 3 Sterne zu machen, aber häufig gelingt das nicht. Und vielleicht müssen wir den Dirk doch mal animieren, doch mal so ein paar andere Taktiken an den Tag zu legen. Aber hier Rathaus 11 auf Rathaus 12, glaube ich, war das die richtige Wahl. Und für 2 Sterne, ja, wie gesagt, Sterne machen hier, kann man ja durchaus denn so machen. Es verlangt hier keiner 3 Sterne oder so. Also kann man auch hier seine Angriffe eigentlich ganz entspannt planen und ohne Druck. Vor allen Dingen, weil ja, unter Umständen du froh bist, dass du 2 Sterne holst. Also mit einer 3-Sterne-Armee dann angreifen, das muss man hier nicht. Sondern man kann dann schon mit einer 2-Sterne-Armee angreifen und muss nicht unbedingt einen Heilzauber mitnehmen oder was auch immer, wenn man jetzt nicht gerade 3 Sterne Ambitionen hat. Hat er hier auch nicht gehabt, aber muss er auch gar nicht. 2 Sterne sind es in jedem Fall und ja, so ist das Prinzip. Sterne machen hier. Naja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und wie auch die Ligawoche für mich hier dann irgendwann endet. Ja, mal sehen. Ich bin eigentlich gar nicht mal so schlechten Mutes hier, was die ganzen Clankriegsangriffe angeht, aber wir waren jetzt in 4 Clans auch und das ist für mich manchmal anstrengend, je nachdem, wenn ich dann erst
abends angreife oder versuche anzugreifen, dann sind auch nicht mehr so viele Leute online. Dann kann ich mir natürlich selber sprengen, gar keine Frage. Aber ich versuche das Ganze dann schon dann zu machen, wenn so ein paar Leute da sind, dass man sich gegenseitig ein bisschen spendet, etc. Okay, vielen Dank übrigens, dass ihr diese Folge geschaut habt. Ihr habt in jedem Fall was von mir gehört. Sie ist jetzt auch mal wieder ein bisschen länger geworden, ist ja nicht so schlimm. Aber immerhin mal wieder. Also ich wollte euch zumindest zeigen, dass ich hier nicht die Lust am Spiel verloren habe oder so oder jetzt gar kein Clash of Clans mehr bringe oder keine Videos mehr mache oder Livestreams, sondern ich mache das nach wie vor. Aber ein bisschen fehlte so der Funke, der noch nicht so übergesprungen ist. Okay, der Gegner hat jetzt einen Angriff gemacht, 3 Sterne da unten. Naja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr habt noch eine nette Restwoche. Den Schülern, die nächste Woche übrigens in der Schule müssen, hier in Nordrhein-Westfalen, wünsche ich alles Gute mit der Mund-Nasen-Schutz-Maskenpflicht. Geht sicherlich spannend bei dem warmen Wetter. Heute haben wir es ja schon recht warm. Und es wird ja erstmal jetzt so eine Woche, denke ich mal, bleiben. Aber mal sehen. Wir werden uns in jedem Fall wieder hören und auch wieder sehen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Toto. Flashed.